und herzlich willkommen zurück zu Days After. Bei mir geht gerade ein bisschen der Herzschlag höher. Ich habe gerade irgendwie Probleme mit dem Spiel und habe gerade ein bisschen Sorge, dass mein Account gleich nicht mehr da ist. Warum? Es ist gestartet, dann abgestürzt. Dann habe ich es neu starten wollen, dann war ich plötzlich wieder Level 1, war nicht mehr mit Google Play verbunden, dann habe ich mich wieder mit Google Play verbunden, okay. Und dann ist das Spiel nämlich nach dem Verbinden wieder abgeschützt. Und ich dachte so, ja toll, wenn ich jetzt meine Daten nicht wieder übernehmen kann. Aber nee, alles gut. Okay. Wie ihr seht, ich falle ein bisschen ab bei den Punkten, weil ich hier zu selten was eintausche. Zu Rang 20 sind es jetzt schon 600 Punkte. Und das ist ein bisschen viel. Ich werde heute auf jeden Fall mit nochmal mit den Hörnern und mit den Ohren hier vorbeikommen. Ich wollte nur checken, ich bin jetzt gerade wieder neuer Tag, neues Glück, neu wieder im Spiel. Und ja, ich habe in der letzten Woche, wie ihr auch an meinem Level sehen könnt, fast gar nicht gespielt. Ich habe weder Rohstoffe gefarmt noch irgendwas anderes gemacht. Das Einzige, was ich tatsächlich, vielleicht habe ich es einmal vergessen, aber sonst, ich war immer beim Brückenunfall. So. Und ich habe mir überlegt, was können wir machen? Als allererstes in der Videobeschreibung und wenn nicht in der Videobeschreibung, dann als Kommentar von mir und als angepinnten Kommentar, findet ihr die Tabelle, von der ich immer wieder geredet habe, mit allen Rohstoffen. Also, wer ihn interessiert, was kriegt man denn in welchen Gebieten für Rohstoffe, der kann sich das Video anschauen. Da ich bin ja in den Videos alles durchgegangen, der muss sich kein Video, sondern der kann sich dann die Tabelle anschauen. Und drückt dann zum Beispiel auf Felsen und dann landet man in der Tabelle beim Felsen und dann wird einem angezeigt, im Felsen gibt es die und die Rohstoffe. Genau. Ich habe die Tabelle natürlich auch für mich gemacht, weil ich das ja auch wissen will, aber natürlich auch für euch. Also, dass ihr hoffentlich auch davon profitieren könnt. Wenn ihr sich da hier einer die Mühe macht, alles abzuklappern, jedes Gebiet und aufzuschreiben, was es da halt gibt für Zeugs. Oh, Plastik am frühen Morgen. Da bin ich aber happy. Das ist nice. Das ist richtig nice. Jo. Nun wisst ihr was? Ich weiß auch schon, was ich mit dem Plastik mache heute. Ich weiß auch schon, was ich mache damit. Und wie ich das weiß. Wir gehen heute in Slums oder Parken. Nur in eins der beiden Gebiete auf jeden Fall. Und ich werde auch da schauen, was es da für Rohstoffe gibt. Ich habe zwar immer gesagt, ich will das nicht machen, weil sich das nicht lohnt, das ist zu anstrengend, bla bla bla. Wisst ihr was? Komm. Was habe ich da oben schon zu verlieren? Wir gehen da mal heute auf Rohstoffsammeljagd. Das wäre zumindest der Plan heute. So, die Lampe nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber was nehmen wir nicht mit? Ein Hörnchen haben wir da bekommen. Schön, schön, schön. So. Und jetzt brauchen wir eher nochmal einen Inventarplatz irgendwo, weil wir ja hier nochmal eine Farbe finden. Und ein Wurfmesser. Eine Farbe. Ja, wunderbar. Nehmen wir das Tier, fährt auch noch aus der Kiste mit. So. Auf geht's. Haben wir das. Ich glaube, ich habe gestern Abend irgendwann das Gebiet nochmal schnell gestartet quasi. Und wollte das jetzt als erstes machen, bevor ich es heute vergesse, weil ich dann doch keine Zeit habe. Ja, also. Ich packe jetzt meine Sachen in meine Kisten. Parken. Aber die Frage ist, wo möchte ich hin? Möchte ich lieber nach Parken? Oder möchte ich lieber in die Slums als erstes? Weil ich werde nur eins machen. Ist zumindest der Plan. Ich glaube, ich gehe in die Slums und nehme mir Plastiktüten mit. Die zwei Plastik, die ich da gerade gefunden habe, sollen heute meine Plastiktüten sein. Ja, das ist doch was. Ja, da immer mal wieder die Frage aufkommt, finde ich mich hier noch zurecht. Ja, noch. Wir haben ja erst sortiert vor ein paar Videos. Und seitdem finde ich es tatsächlich deutlich übersichtlicher alles. Ich finde die Sachen hier ganz gut.
Komm, Plastik. Oh, yes. So, darauf warten wir noch eben. Das heißt, ich mache hier mal einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann danach, wenn alles hier einsortiert ist, wieder. So, ich habe mir gerade nochmal eben bei Betty die Sachen abgeholt und sortiere die noch in die Kiste ein. Mit dem Händler habe ich auch schon gehandelt. Das heißt, auch das kann ich einsortieren. Das Plastik habe ich gerade schon weggepackt und dabei das Baumagazin vergessen. So. Wir könnten jetzt schon 16 Leitfaden haben, auch nicht schlecht. Ja, und dann bin ich so gut wie ausgerüstet. Ich bringe noch meinen Tee hier hin. Den habe ich hier. Ja. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich packe mir noch mal ein, zwei Sachen ein. Eine Rüstung sollte ich mir mitnehmen, die halbwegs in Ordnung ist. Sonst mache ich es mir da unnötig kompliziert. Das Holz habe ich im Inventar, weil der Händler was haben wollte. Ich habe jetzt auch kein Lehm mehr. Also meine Holzbretter schwinden sowieso schon in den letzten Tagen, weil ich kein Holz mehr sammeln war. Und wenn ich es gesammelt habe, habe ich Kohle dafür hergestellt. Weil, wie ihr sehen könnt, ich hatte ja zwei volle Kisten. Die ist noch voll, die andere ist halt quasi leer. Ich habe halt auch immer jetzt hier Ton schön reingeschmissen, sodass ich hier ein paar Ziegel gebrannt habe. Was ja auch nicht schlecht ist, ne, so ein paar Ziegelchen hier zu haben. Das wäre jetzt schon so ein 4x4 Raum tatsächlich mittlerweile. Ein 3x3 Raum. Könnte ich mittlerweile machen mit Bänden, die so recht solide sind. Das ist ja das Ziel, irgendwann mal mir eine Base zu bauen auch. Aber ja, irgendwie komme ich da auch nicht viel weiter. Okay, ich mache das jetzt so. Wir schnappen uns noch eine solide Rüstung. Und ich gehe tatsächlich, was Heilung angeht, heute verlasse ich mich auf die Kürbisse. Ich muss das Zeug loswerden. Und das wird schon reichen. Und wenn ich mir eine halbwegs solide Rüstung anziehe, dann sehe ich da auch kein Problem. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist hier noch eine Rüstung in der Kiste. Die habe ich irgendwann, ich glaube, war das bei der Tankstelle oder so. Irgendwo habe ich die benutzt. Und jetzt kommt die mir natürlich zugute, dass die noch hier ist. Und wenn wir natürlich Rohstoffe sammeln gehen, dann sollten wir auch entsprechend Werkzeuge mitnehmen. Und die Frage ist, ob ich mich, ob ich Molotow-Cocktails mitnehmen will. Das weiß ich noch nicht. Moment, Klebe brauchen wir, glaube ich, 6 und Haushaltschemikalien 4 oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist so lang her, dass ich da mal das Zeug geholt habe. Nee. So, dann stellen wir nochmal eben Plastiktüten her. Das war ganz lustig. Oder Kunststoffpaket. Und dann stellt euch vor, ihr schaltet das. Oder euch wird es vielleicht auch so gegangen sein. Man schaltet das hier frei und hat aber keine Ahnung, wozu es da ist. Also wozu brauche ich plötzlich eine Plastiktüte, habe ich mich damals gefragt. Bis ich dann irgendwann mal beim Parken war und dann gemerkt habe, oh, jetzt wäre eine Plastiktüte toll. Naja. Okay. Ich mache mir noch eben einen Hammer. Außerdem will ich diese Axt nicht mitnehmen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich gehe da jetzt hin. Ich will ja möglichst alle guten Sachen mitnehmen. Das heißt, möglicherweise finden wir ein paar Rohstoffe, die ganz interessant sind. Die nehmen wir natürlich mit. Aber eigentlich vermute ich eher, dass das, was wir abbauen, jetzt nicht unbedingt das ist, was wir wieder mit nach Hause bringen. Deshalb nehme ich auch die einfachen Werkzeuge mit, die ohne Stoff. Und kann sie dann auch da lassen. Also die Werkzeuge werde ich sehr wahrscheinlich einfach da liegen lassen und nicht mehr mit nach Hause bringen. Weil die brauche ich nicht. Also die muss ich nicht wieder mitbringen, wenn ich dafür irgendwie was anderes mitnehmen kann. Stellen wir die nochmal eben her. Craften. Craften. Und mein Notizblock, den ich sonst immer benutze hier, der ist nicht da. Wo habe ich den denn? Weißt du, da räume ich einmal meinen Schreibtisch auf. Und finde meine Sachen danach nicht wieder. Oh. Naja. Weil ich hab sonst immer so kleine, kennt ihr diese Mini-Zettel, die so 10x10 cm sind? Die habe ich sonst immer benutzt. Und dann sind die aber hier überall in meinem Zimmer rumgeflogen. Und deswegen habe ich dann irgendwann so Klebezettel benutzt, die auch so klein sind. So Post-its quasi. Aber halt, ja, genau. Damit die dann auf meinem Schreibtisch kleben bleiben. Ja. Eine Sache checke ich noch.
Und zwar, ob bei dem Auto denn auch der Kofferraum leer ist. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal, als ich irgendwie in einem Gebiet war, da nachgeschaut habe. Und ich überlege, ob ich mir zumindest ein Wurfmesser, irgendeine Fernkampfwaffe ist vielleicht ganz hilfreich. Ja, ich nehme mir ein Wurfmesser mit. Das ist, glaube ich, besser. Falsche Taste gedrückt. Okay, schon mal leer. Wir haben auch Treibstoff auf jeden Fall ausreichend dabei. Und dann nehme ich mir ein Wurfmesser mit. Oder zwei, drei halt. Irgendwie so ein bisschen... Hier. Für alle Fälle, falls da irgendwelche Zombies sind, die langsamer sind. So ein Marvin oder so. Ja. Gut. Oh. Theoretisch sind da die ganzen Knospen in den... Oh, okay. Ja, die lasse ich in Ruhe. Das lohnt sich nicht. Die, also, es gibt jemanden mit dem... hier... Ich tut mir sehr leid, ich habe mir deinen Nickname nicht gemerkt. Aber du schreibst regelmäßig Kommentare, was mich immer sehr freut. Und du hattest davon geschrieben, 34 Sprit, das ist echt eine Menge, ey. Da kann man gerade einmal pro Tag hin. Wenn man bedenkt, dass man dreimal am Tag zur Tankstelle gehen kann, also um 7 Uhr morgens, um 13 Uhr und um 19 Uhr immer schön in das Gebiet rein, ja. Dann kommt man genau auf 36 Fuel am Tag. Ja, viel ist das nicht. Okay, genau, du hattest geschrieben, dass du die Knospen ab und zu mal besiegst und ab und zu mal nicht. Droppen die irgendwas Gescheites? Ich hatte bisher nur Seile und Stoffe. Deswegen hatte ich da noch nicht so die Begeisterung, die zu besiegen. Gut, dann gucken wir doch mal. Hier, wir fangen direkt mit ein bisschen rostigem Eisen an, was ja immer ganz nett ist. Ja, ich habe natürlich keine Molotow-Cocktails dabei. Oh, und ich muss direkt aufschreiben. Jetzt, oh, okay. Das muss ich diesmal anders machen. Weil wir können nicht... alles besiegen und dann das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht und ich werde auch jetzt nicht in der Kiste hier die Beeren drin lassen. Okay. Ich heb wahrscheinlich jetzt gar nicht alles auf. Aber ich schreibe mir auf, was ich da hätte finden können. Weil wenn ihr seht, hier ist, ja, ich glaube, das ist nicht so interessant. Was hier am Boden liegt, ist nicht so interessant, oder? Will ich das wirklich... Ich müsste mich halt echt um den ganzen Spawner kümmern hier. Da, um der Spawner müsste weg, bevor ich hier was machen kann. Okay. Nee. Wisst ihr was? Das wird nichts. Ich glaube, ich kann hier nicht entspannt die Rohstoffe mitnehmen. Da müsste ich jetzt so viele Zombies weghauen. Ich finde die Idee nicht schlecht. Okay, so funktioniert das. Ich finde die Idee ja ganz nett von mir, dass ich das versuchen will, aber ich halte das gerade nicht für realistisch, dass ich das mache. Oh, ohne Waffe in der Hand ist aber dann doch ungünstig. Okay, ich hau ab. Ja, die Knospe da ausrastet, bin ich weg. Schade eigentlich, ey. Ich hätte mich jetzt auf ein kleines Abenteuer hier ausgerüstet. Den Wolf one-hitten, damit er uns nicht stört. Während wir hier dann mit dem Austin kämpfen. Wunderbar. Ja, also hier gibt es auch Holz. Reicht das nicht als Antwort, was wir hier sammeln können? Es gibt hier Holz und rostiges Eisen. Das war ja beides zu erwarten. Aber hier kommt man nicht hin und nicht mit Sammelwerkzeugen. Also wer hier auch nochmal extra hinfährt, um ein bisschen Holz zu sammeln, der hat echt... Der hat dann aber auch Sprit übrig, ne? So, das ist... Das braucht man nicht machen. Schade, ich habe irgendwie gedacht, es wäre leichter. Ich könnte hier vielleicht mehr um die Zombies herumschleichen. Aber das funktioniert halt nicht, ne? Da
das klappt nicht. Und so überlege ich dann tatsächlich, ich nehme mir auf jeden Fall das rostige Eisen mit, was ich auf jeden Fall mitnehmen kann, wo jetzt kein Zombie hier drumherum steht und so, klar. Das auf jeden Fall, ne? So, die paar Sachen, die hier for free sind, nehmen wir natürlich immer mit. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Und dann können wir auch noch gleich in das andere Gebiet rein. In die Slums, weil das schadet ja nicht. Okay, ich würde gerne an euch vorbei. Dass ich so weit an der Ecke bin wie möglich, sodass mir wirklich nur noch die allerwenigsten hierhin folgen und gegen mich kämpfen. Ja, drei Stück. Drei Stück sind noch okay. Muss allerdings schon mal wieder beim Bären-Dings einwerfen. Und immer schön futtern. Ich mich einfach nur mit Bären dagegen heile. So, Hammer. Wunderbar. Ein Ohr. Oh, achso, es war ein George. Ich dachte schon, wer droppt denn hier ein graues Ohr, bitte? Genau, hier sind nämlich noch Kisten, die ganz gute Sachen haben können. Deswegen wollte ich hier gerne hin. Ja, das war jetzt alles andere als gut, aber naja. In der Kiste könnte auch wieder etwas Gutes sein. Eine Kamera. Stimmt, ich wollte hier noch einen Laptop finden, habe ich gesagt. Oh, hier ist ein bisschen buggy der Weg. Boah, bin ich sneaky, ey. Dass ich da an denen vorbeigekommen bin. Das glaube ich mir ja selbst nicht. George. Oh, der Wolf ist mit der Waffe ein One-Hit. Ui. Wusste ich gar nicht mehr. Nice. So, mich würde interessieren, was in dieser Tankstelle-Dings hier ist. Ich wollte eigentlich den Marvin angegriffen haben. Habe ich dann wohl nicht. Das Amüsement habe ich übrigens nicht noch ein einziges Mal gemacht. Ich habe das ja einmal aufgenommen und danach habe ich das nie wieder gespielt. Ich habe jetzt gar keinen so Grund, warum. Also es ist einfach zu anstrengend gewesen. Es war einfach zu viel Aufwand. Ich könnte da eigentlich mal wieder hin. Und das nochmal versuchen. Eigentlich schon. Uneigentlich nicht. Oh, das Spiel hat gerade kurz gehangen und plötzlich stehe ich... Nein. Ah, ungünstig. Plötzlich stand ich neben dem Zombie und weil ich dann auch durch seinen Hit gestunken habe, sind alle auf mich zugerannt. Super. Kann ich Juri mit der Waffe one-hitten? Nein, 50 nur. Schade. Okay, der Juri hier ist verpackt, oder? Ne, der ist jetzt erst da. Oh, ich guck mal hier in der Kiste, ob die hier anders sind, die Schatzkisten in dem Gebiet. Wer weiß. Nö, also, das ist cool, das zu finden, aber ich glaube, das ist hier auch nichts anderes. Also man könnte hier endlos stehen und kämpfen. Das habe ich aber nicht vor. Ich will nur den Autos nochmal schauen. Okay, hier sind gar nicht so starke Gegner. Die sind ja schnell weg. Ach ja, jetzt meine Rüstung verabschiedet sich auch, ne? Das merke ich schon, dass ich da aufpassen muss. Ich muss hier echt aufpassen. Wenn ich hier jetzt in die Gegner großartig reinrenne, dann war es das. Weil die dann doch in der Kombination von so vielen Gegnern sehr viel Schaden machen würden. Ah, eine Shelly ist da außerdem. Kann man das hier nicht abbauen? Das rostige Eisen ist im Boden verbuggt und deswegen kann ich es nicht abbauen. Ah, wie blöd. Ja. War doch eine nette Exkursion. Wir hauen ab. Tschüssi. Und tatsächlich
so traurig das jetzt ist, ja, wir haben auch keine Säure oder irgendwas gefunden. Das heißt, ich kann mit meinen gerade eingepackten Sachen gar nichts machen. Aber ich glaube, ich überlege gerade, ob es sich wirklich lohnt, jetzt noch nach Parken zu gehen. Da sind nochmal einige heftige Gegner. Nee, wisst ihr was? Ich verziehe mich da oben jetzt. Ist das ärgerlich. Ja, der Plan war ein ganz anderer, aber jetzt ist es halt so, wie es ist. Jetzt haben wir da mal schön Benzin verballert. Haben dafür zwei infizierte Boxen mitgebracht. Ich meine, das ist immer noch ein ganzes Plastik, was dafür drauf geht. Und Plastik ist ja so der Rohstoff schlechthin. Zumindest wenn man im späteren Spiel, also ganz am Anfang des Spiels, braucht ihr kein Plastik, keine Sorge. Aber irgendwann fürs Auto müsst ihr dann die ersten 6 Eisenplatten herstellen. Da merkt ihr dann, dass eine Eisenplatte 3 Plastik braucht. Da denkt man dann noch so, ja, 18 Plastik fürs Auto, das ist ja mega entspannt. Und dann merkt man, dass die ersten Werkbänke 12 Eisenplatten brauchen. Ja, 36 Plastik für eine Werkbank. Und dann merkt man, dass ungefähr jede Werkbank mindestens einmal 12 Eisenplatten braucht. Manche Werkbänke plötzlich 20 Eisenplatten haben wollen und dann, na, hier ist gar nicht das mit 20, ich glaube hier oben, das ist das mit 20. Und dann denkt man sich so, oh, 20, also 60 Plastik für nur eine einzige Werkbank, uff. Ja, und dann merkt man, dass da doch mehr hintersteckt, leider. Hier bin ich fertig, kann man die Werkbänke durchgehen. Genau, hier ist halt die Überlegung. Eisenplatten ja oder nein? Hier bin ich ganz froh, dass tatsächlich vorher brauchte man 20 Stahlplatten, um hier die erweiterte Eisenschmelze zu verbessern. Das haben sie geändert auf 12 Eisenplatten, was ich mega gut finde. Weil, also, Stahlplatten würde bedeuten, man muss die ja erstmal hier freischalten. Also hier erstmal auf Level 6 kommen. Dafür braucht man jetzt zum Beispiel Kupferplatten, was ganz lustig ist, weil man Kupferplatten ja dann hier auch freischaltet. Das finde ich schon ganz nett. Genau, und hier könnte ich sogar theoretisch, wenn ich diese Bausets schon mal hätte, aber ich habe kein Lötwerkzeug-Kit leider. Das habe ich nicht. Da muss ich wahrscheinlich den Airdrop auf schwierigster Stufe mal versuchen, um daran zu kommen, denke ich. Aber habe ich noch nie. Also habe ich das Zeug auch nicht. Ja, und wäre auch hier nichts mehr für neue Rezepte, sondern auch, damit das Crafting beschleunigt wird. Das wäre schon ganz nice to have, aber naja. Wisst ihr was? Das Video heute ist einfach mal ein bisschen kürzer. Ich gucke jetzt noch mal kurz, ob ich wirklich keine Salzsäure... Oh, ich besitze Salzsäure. Moment, vielleicht kann ich noch eine Box heute... Ich dachte, ich hätte gar keine. Ach, guck mal. So, habe ich Alkohol? Wahrscheinlich habe ich keinen Alkohol hergestellt. Aber ich kann doch Alkohol herstellen, oder? Ja, nichts leichter als das. Also wenn ich ganz viel Glück habe, habe ich mir sogar mal Filter hergestellt, genau, und sie noch nicht benutzt. Weil ich weiß gar nicht warum. Ich hätte ohne Probleme schon Wasser daraus machen können, aber ich dachte mir so, lieber habe ich Filter. Und jetzt weiß ich, warum man Filter aufheben sollte. Gut, dann machen wir jetzt hier nochmal einmal Alkohol und gucken uns die Box noch an und bis dahin schlagen wir die Zeit tot. Das kriege ich doch hin. Wasser. Ach, Wasser ist hier oben immer. So. Gut. Einmal Alkohol herstellen. Dann das ganze Zeug. Falsche Werkbank. Dann hier. Einmal Alkohol herstellen. Dauert. Au. Na, das schneide ich. 7 Minuten können wir jetzt nicht totschlagen. Ich dachte, ich habe gerade nicht darauf geachtet, wie lang das Ding dauert. Gut. Dann sehen wir uns einfach, wenn der Alkohol fertig ist. Beziehungsweise, wenn die Box danach auch gleich noch desinfiziert ist. Und ja. Na, ich schneide das. So, dann haben wir schon mal den Alkohol hier uns gegönnt. Und dann können wir gleich hierher gehen. Den hier einpacken und craften. Und das Ding dauert nur 3 Minuten. Und da ich gerade sowieso kurz auf AFK war und noch alles im Inventar habe, seid ihr nochmal voll dabei, wie ich hier meinen ganzen Spaß in die Kisten packe. Natürlich weiß ich wieder, wo alles hingehört. Ne? Hier sind Maissamen. Nochmal so ein Baumagazin. Oh, da können wir doch glatt... Einfach nochmal so ein Adventure-Buch hier herstellen. Leitfaden für Überlebende. Oh, was? Die Rupp. Was? Was? Nee. Wann habe ich die Blaupause denn gefunden? Ja, cool. Da haben wir die erste Rüstung auf
3 Sterne. Nice. Oh, das ist aber ziemlich krass. Guckt euch mal an, was wir... Das ist ja ziemlich krass. Also, wir müssen bedenken, wir kriegen hier 6 Rüstung für. Ja, vorher war es noch so Tierhaut, Seile und so. Und hier ein bisschen Tuch. Und jetzt brauchen wir halt gleich dickes Tuch, wattiertes Tuch und Draht. Warte, wattiertes Tuch ist aber das... Moment, warte mal. Ist wattiertes Tuch das Tuch, was ich denke, was es ist? Weil das ist leider das gleiche. Wattiertes Tuch ist das High-End-Tuch. Also wir gehen mal kurz hier zum Schneiderhandwerk, ja. Das ist ja dumm. Also dickes Tuch erstmal sind 8. Also wenn wir 4 dicke Tücher machen, müssen wir 8 von den Tüchern haben. Das ist schon mal sehr viel. Und 4 Leder. Und wenn wir dann auch noch wattierte Tücher machen wollen, brauchen wir Eisenbarren und alles. Das ist ja ziemlich doof. Also überlegt euch mal, wie viel Zeug wir hier reinstecken, ja? In diese Kapuze mit 3 Sternen. Da kann ich mir jetzt kurz noch drüber aufregen, ja? 4 wattierte Tücher. 4 wattierte Tücher sind im Endeffekt... Wie viel dicke Tücher? What? Das sind 12 dicke Tücher. Das heißt, plus die 4. Wir brauchen also 16 dicke Tücher. Das sind 32 Tücher? 32 Tücher anstelle von mit 5 Rüstung, also 1 Rüstung weniger, haben wir noch wie viel gebraucht? 12 Tücher oder 4? Nee, 32 oder 4. Und natürlich noch die 3, die 4 Eisenbarren hier nicht vergessen, bitte. Also das ist doch komplett dumm. Wenn man denkt, für 6 Rüstung, dann mache ich mir lieber die Lederkappe. Denn Leder brauche ich für das andere Ding auch. Und noch viel mehr als für die Lederkappe. Hä? Okay. Naja, whatever. ja, ne? Schade eigentlich. Aber vielleicht ist ja die Haltbarkeit unglaublich krass. Das guck ich mir noch an. Also Lederkappe mit 6 Rüstung. Ne? 177 Haltbarkeit. 177. Und hier? 100, ne, never. Never ever. Schade eigentlich, dass sich das überhaupt gar nicht lohnt. Tja. Gut, haben wir mal wieder das Spiel hier, wie sagt man im Englischen? Debunked, glaube ich zumindest. Oder ich weiß nicht, wo man das Wort genau benutzt. Das ist so, manche YouTuber benutzen das. Also benutze ich das jetzt auch. Wenn es darum geht, so Fake-Sachen auf TikTok oder so zu entlarven. Wovon es zu viel gibt. Cool, wir haben eine Box. Die können wir jetzt öffnen, abholen. Verwenden. Oh. Sweet. Ja, eine Kettensäge. Nehme ich. Das ist natürlich nicht schlecht. Eine Kettensäge. Nice. So leicht kann es gehen. Guck mal, steht hier zum Beispiel, wo findet man? Gereinigt Box. Haha. Nice. Kann man offiziell da finden. Wir haben eine, habe ich nicht eine mit einem Stern sogar schon bekommen? Jawohl. 70, 81, so viel Schadenunterschied ist nicht. Natürlich hat die hier... Es sind auch nur 6 Haltbarkeit Unterschied. Also, vollkommen fein. Mega nice. Ja, das hat sich gelohnt. Das ist ein Plastik wert. So eine Waffe ist den Plastik doch wert. Ist das Plastik wert. Ach, was auch immer. Dann kann ich mich jetzt nur noch fürs Zuschauen bedanken an der Stelle. Cool, dass ihr immer wieder mit dabei seid. Meine Videos schaut. Kommentiert doch gerne, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr Anmerkungen habt. Erzählt mir von euren letzten Errungenschaften in den Boxen, falls ihr schon da mal mit einer Plastiktüte hingelaufen seid. Und ich werde jetzt nur noch, gerade bin ich komplett verwirrt, meine ganzen Sachen einräumen. Und dann mich erstmal gemütlich zurücklehnen, denn das Video für heute ist ja fertig. Habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.